Abenteuer, Reisen, Natur, Sport und natürlich Faszination Kamera. Geschichten und Abenteuer von Thomas Griesbeck. Herzlich willkommen bei Checkpot, dem Podcast von Jack's Corner. Willkommen bei Checkpot, deinem Podcast, der dir hilft, dich selbst besser zu verstehen und dein Leben auf ein neues Level zu bringen. Hier bekommst du neue Impulse, ehrliche Selbstreflexion und Inspirationen aus meiner Erfahrung, um deine wahre Persönlichkeit zu entdecken. Checkpot, also ähnlich wie der Checkpot, steht dieser Podcast für deinen persönlichen Gewinn. Neue Blickwinkel, vielleicht bei manchen Themen mehr Klarheit oder Mut, deinen Weg zu finden und eigene Projekte zu verwirklichen. Ich bin Thomas Griesbeck, aka Jack, und ich freue mich, dich auf meiner Reise dabei zu haben. Ja, die erste Folge, ich darf euch nochmal begrüßen. Wir haben eben schon gehört, mein Name ist Thomas Griesbeck, viele nennen mich eher Jack. Jack ist eher so mein Spitzname, mein Künstlername. Und in diesem Podcast wird es drei Formate geben. Einmal das Format Stories, was wir jetzt gerade eben erleben, wo es eher um meine beruflichen Aktivitäten, um meine Abenteuer, um meine Reisen, um meine fotojournalistische Themen geht, die ich dann hier aufarbeite, wo ich dann ein bisschen ein paar Sachen dazu erzähle, was dort vor Ort passiert ist, warum das Ganze passiert ist und was ich da genau so zum Arbeiten gehabt habe. Dann wird es einmal das Format Begegnungen geben. Begegnungen, da werde ich mir Podcast-Partner suchen bzw. Gäste suchen oder Gäste empfangen, die gerne bei dem Podcast mit dabei sein möchten. Das sind zum Teil Sportler, zum Teil Politiker, zum Teil interessante Menschen mit interessanten Geschichten. Das sind alle möglichen Charaktere, die ich sage, das ist irgendwie interessant, eine entweder alternative Lebensweisheit oder Lebensstil oder irgendwelche Schicksalsschläge oder irgendwelche Themen, die mich persönlich sehr berühren, sehr weiterbringen vielleicht auch oder inspirieren, motivieren. Und diese Art von Menschen möchte ich mit am Start haben und mit denen in einen Dialog kommen. Stories, Begegnungen und das dritte Format wird Auf den zweiten Blick sein. Auf den zweiten Blick ist jetzt eine Marke von mir, die ich seit 2,5 Jahren gemeinsam mit der Chrissy Obwechser aufgebaut habe. Am Anfang war es eine Veranstaltungsreihe, jetzt entwickelt sich ein richtiger Brand aus Auf den zweiten Blick und das Ganze mit einer Botschaft bzw. einem Grundsatz. Auf den ersten Blick nicht zu werten, sondern auf den zweiten Blick zu achten. Zu dem Thema, wo ich jetzt gerade eben eine Methode am Ausarbeiten bin, wird dann im Endeffekt die Stories und die Begegnungen immer wieder selbstreflektiert und immer wieder auf diesen zweiten Blick geachtet. Es wird aber auch ein exklusives Format geben, nur rein auf den zweiten Blick, wo wir über die Brand sprechen, über den Film, den wir gerade erstellen bzw. versuchen umzusetzen. Wird wahrscheinlich eine Dokumentation werden über die Marke selbst, über die ganzen Menschen, die mit dabei sind, über das Team, natürlich über die ganzen Geschichten, was wir dort produziert haben, warum wir unterwegs waren, wo wir unterwegs waren, was wir gemacht haben. Und das selber ist einfach so viel, deswegen wollte ich da einfach ein eigenes Format haben, weil es einfach so viel ist. Heute geht es um Stories. Ihr merkt schon, ich bin hier jetzt in meinem Studio. Das ist im Endeffekt ein altes, kleines Kinderzimmer und ich habe hier ein kleines Studio eingerichtet, wo ich meine dokumentarische Arbeit vertone, schneide, bearbeite und veröffentliche. Und hier bei dem Format Stories geht es eher darum, Geschichten von mir hinter die Kulissen kennenzulernen. Und ganz oft wird es so sein in dem Format, dass ich abschweife, dass ich sehr
ja, ich sag schon, reflektiere und emotional werde. Ich schaue auch nicht zu oft in die Kamera, also die, wo jetzt hier in YouTube oder auf meiner Webseite da einschalten, sehen es im Endeffekt, dass ich nicht zu sehr in die Kamera schaue. Finde ich eher ein bisschen ablenkend und möchte meinen Fokus auf das eine legen. Das mal ganz kurz alles vorab. Und jetzt würde ich gar nicht so lange reden, sondern eigentlich gleich in ein ganz explizites Projekt starten, das ich damals 2018 umgesetzt habe, was sehr, sehr, sehr lebensentscheidend war, würde ich mal sagen. Ich mache seitdem viele Vorträge auch im Thema Selbstfindung und Berufsfindung. Und die Themen, die ich damals kennenlernen konnte und durfte und so wie ich leben konnte und durfte, waren für mich eigentlich entscheidend zu dem Jack, zu dem Menschen, den ich halt bin, der halt bin und sein darf. Und das Ganze war eben in Alaska, Into the Wild. Einige, die mich kennen, die meisten von euch wisst ja, ich habe den Magic Bus, wo Christopher McCandless damals gestorben ist, besucht. Und heute möchte ich das erste Mal digital dazu erzählen, was ich da gemacht habe und die ganze Geschichte nicht nur in Vorträgen teilen, sondern heute eben im Podcast mit euch. Ich muss jetzt noch mal kurz ein bisschen ausholen. Ich selbst war 2016 fertig mit meiner Hochschule an der Mediadesign Hochschule und dort habe ich mich dann zum Mediendesigner ausbilden lassen, habe Webseiten erstellt, habe Broschüren und irgendwelche Layouts und Flyer etc. gestalten können und gleichzeitig war eben noch die Fotografie im Mittelpunkt. Mein Konzept damals, ich habe dann gleich 3 Monate nach der Hochschule mich selbstständig gemacht, war damals noch halbtags angestellt und halbtags eben ja, im Abenteuer slash, ich nenne es immer digitaler Nomade-Modus, also einige Monate im Betrieb gearbeitet und einige Monate eben dann nur auf Reisen gewesen, habe dann bei Kunden rausfotografiert und diese mit einem Laptop in Webseiten eingebaut. Und über diesen Lebensstil konnte ich dann eben nicht nur hier bei uns, also hier im Büro immer die Webseiten basteln und dann kurz zum Kunden fahren, rausfotografieren und dann eben kleinere Abenteuer bei uns daheim machen, sondern eben in Kanada. Amerika, Kanada bis hoch nach Alaska, was ja auch zu Amerika gehört, war ich eben sehr viel unterwegs und das Ganze über das Konzept des digitalen Nomaden. Ihr wisst alle, was ein Nomade ist, ein Wandervolk, also ein Volk, das nicht sesshaft ist, eher meistens mit Tieren eben unterwegs. Die Tiere haben halt nicht überall eben was zum Fressen, beziehungsweise wenn das ganze Gras mal auffressen worden ist, dann gibt es da meistens nicht wirklich was und dann ziehen die Nomaden eben weiter. Sind nicht sesshaft, nicht in Häusern, wo die wohnen, sondern eben in Zelten. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich wollte auch so unterwegs sein. Meine Art von unterwegs sein war dann auch wirklich sehr schwer, sehr hart. Hatte einen dicken Rucksack, einen kleinen Rucksack, hatte ca. 30 Kilogramm hinten am Rücken, hatte meinen Laptop, meine Drohne, meine Fotoausrüstung, die ganzen Kabel, das ganze Zeug, alles selber dabei. Dann natürlich Zelt, Schlafsack, Isomatte, Gaskocher, die ganzen Utensilien, dass du überleben kannst draußen. Noch ein paar Sicherheitsthemen wie GPS-System und so weiter. Und natürlich ganz viel Kleidung. Und das Ganze eben hinten im Rucksack. Und dann nochmal einen kleinen Rucksack dazu, wo dann meistens immer so Lebensmittel drin waren oder so für kleine Tageswanderungen, Tageseinsätze, ein paar Sachen, um eben den großen Rucksack irgendwo mal zum Deponieren und den kleineren Rucksack dann eben so Tagestouren zu machen, irgendwie in die Stadt zu reisen. Wie auch immer. Über dieses Konzept war ich dann eben beim Hitchhiken. Hitchhiken war damals das Allercoolste. Viele Menschen kennengelernt, viele neue Kontakte knüpfen können und so natürlich auch nicht nur im Zelt gepennt. Ja, die Zeltübernachtungen waren natürlich immer die coolsten überhaupt. Nicht nur 2, 3 oder 4 Sterne als Nächte, sondern ihr seht es gerade, 1 Million Stars. Also das war wirklich absolut genial. Ich konnte auch in jedem See oder überall, wo es mir einfach gefallen hat, mein Zelt aufbauen. Immer natürlich ganz streng geschaut, wo darf ich mein Zelt einfach aufbauen, wie funktioniert es. Die meisten Bilder, die ihr seht, sind nicht in Nationalparks entstanden, sondern direkt neben der Straße oder irgendwo, wo man zelten darf. Natürlich in Nationalparks etc. war es immer irgendwo an Campingplätzen. Ich bin dann eben nicht bewusst eigentlich nach Alaska für das Thema Into the Wild. Ich bin nach Amerika und nach Kanada, weil ich einfach nur diese Weiten sehen wollte, diese unberührte Natur und war einfach nur wegen dieser Natur da drüben. Also ich war so inspiriert an dieser weiten Natur. Das wollte ich sehen, das wollte ich eben leben, erleben.
und durch die Menschen eben was erleben. Dann war ich circa 400 Kilometer vor Alaska in Yukon Territory, also ganz weit oben, so Richtung nach Prince George, irgendwo Richtung Whitehorse. Und da erst mit Menschen im Auto haben wir eben dann über Into the Wild gesprochen, wo die gemeint haben, ah, Alaska, geht's bei dir zum Bus? So ein bisschen spaßeshalber. Und da kam mir das eigentlich erst, dass ja wirklich dieser Bus in Alaska rumsteht. Fand ich sehr, sehr cool. Und ganz zufälligerweise war einer meiner Ziele eben Fairbanks. Und der Bus selbst ist nicht in Fairbanks, sondern bei Healy. Und dort startet die Wanderung zu diesem besagten Bus. Voll cool, oder? Ich habe schon immer viel Zeit investiert für ordentlich Struktur, für Planung, für die ganze Ausarbeitung zu einem Thema. Und das habe ich dort eben auch gemacht. Ich habe den ja, Gedanken gesetzt, ich möchte unbedingt zu diesem Bus und werde es umsetzen. Habe dann mich entschieden, diese Wanderung, die eigentlich so 45, 50 Kilometer ungefähr weit ist, sehr schnell zu machen, vielleicht sogar an einem Tag. Ich habe dann eben bei Bekannten zu der Zeit meinen ganzen Rucksack alles komplett ausgeleert, alles bei ihnen vor Ort lassen, eigentlich nur mein Zelt, mein Schlafsack, die Isomatte in den Rucksack und dann eben nochmal Ersatzsachen und natürlich eine dicke Daunenjacke, so eine blaue dicke Daunenjacke. Dann war eben meine Idee, das maximal schnell zu machen, also eben auf Trailrunning-Basis. Ich war schon immer sehr sportlich, wandern, schnell wandern oder eben teilweise joggen. Das ist einfach geil. Ja? Also bis 30 Kilometer ungefähr habe ich zu dem Zeitpunkt gut können, war einigermaßen fit und dachte mir, komm, das macht jetzt alles zu Fuß. Hab dann eben sehr viel geplant. Da möchte ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Könnt ihr mich, wenn ihr sehr großes Interesse habt, gerne mal so privat kommentieren oder fragen, einfach mal eine E-Mail schreiben etc. oder mir auf Instagram schreiben. Ich habe dann eben meine Sachen gepackt, bin nach guter Planung los in den Trail rein und bin dann eben durch ja, 10, 15 Kilometer Wald bei einem Fluss angekommen und wusste schon vorab, der Fluss, der hat es in sich, da sind schon einige Leute auch gestorben, weil sie den Fluss durchqueren wollten, das Ganze unterschätzt haben, weggerutscht sind, im Endeffekt in die Strömung gekommen sind und dann gibt es halt ein paar Stellen, die halt schon sehr, sehr wild sind. Ein Fluss ist ja nicht durchgehend so wild, wie man es jetzt hier zum Beispiel auf dem Bild sieht. Ein Fluss kann ja auch ganz, ganz ruhig sein. Es kommt immer darauf an, wie steil gerade dieses Stückchen ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich an dieser besagten Stelle angekommen bin, habe ich schon sofort gesehen, es sind Stromschnellen, ich komme da nicht durch. Ich muss eine Alternative finden und bin dann einfach mal flussaufwärts gejoggt. Ich wusste auch durch meine Planung auf der Karte, dass eben weiter im Osten, Nordosten, dass da eben die Stromschnellen nicht mehr sind und dass der Fluss durch drei, vier Mündungen im Endeffekt dann ziemlich schnell viel mehr an Volumen bekommt, an Wasservolumen. Bin dann eben diese besagte 5, 6 Kilometer so nach oben gejoggt, habe dann eben gesehen, dass da die erste Flussmündung war. Bin dann über das erste Flüsschen drüber, bin dann weiter zu so einem riesengroßen Flussbett gekommen und über dieses Flussbett bin ich dann eben dreimal im Endeffekt über so kleinere, es waren teilweise nur so wirklich knöcheltief, oft mal aber auch knietief, bin ich dann eben drüber und konnte dann über 5, 6 insgesamt Flussdurchüberquerungen eben auf die andere Seite von diesem Hauptfluss. Dann bin ich alles wieder zurückgejoggt, dass ich über mein GPS-System habe ich es genau gesehen. Und man muss sich auch vorstellen, dort vor Ort gibt es kein Handyempfang, kein Internet, du bist völlig auf dich allein gestellt, du hast eben keine Möglichkeit und nur noch Koordinaten und mit Karten hast du genau sehen können, wo du bist und hast es dann abgleichen können. Und an dieser besagten Stelle von dem Fluss habe ich dann schon gesehen, dass da einige Spuren sind von davor gewesenen Touristen oder Natur, ja, also von Wanderern, von Menschen, die da vor Ort schon mal waren. Und die sind dann eben. Ja, ich bin dann eben zurück, habe dann eben diese Spuren gesehen und diese Spuren sind dann eben in Richtung Bus eben weitergegangen. Dann habe ich diesen leichten Trail verfolgt, habe mal links und rechts schon ein bisschen was aufgekratzt, weil es einfach ja, sehr durchwachsen war und bin dann eben immer so leicht pfeifend, leicht singend, leicht schnaufend, weil es schon anstrengend war, den Trail entlang. Als ich dann links plötzlich irgendwas gesehen habe, irgendwas mit Bewegung, was Braunes und dann ganz schnell innegehalten, habe meine Kamera hinten rausgeholt und
Hab dann eben zuerst gemeint, fuck, das ist ein Bär. Tatsächlich war es aber dann ein Elch. Hab dann kurz ein Video gemacht. Man sieht es jetzt hier auch ganz wackelig, ganz leicht und wackelig. Ist jetzt nicht groß, was worden. War im Endeffekt, ja, schön, war cool, den Elch so zu sehen, die Elchkuh so zu sehen. Und bin dann eben gleich wieder weiter gelaufen. Ein paar Kilometer später kam dann so eine kleine Anhöhe. Und diese Anhöhe, die habe ich dann schon gekannt aus den Erzählungen, da oben steht der Bus. Und dann war es auch so. Ich bin dann eben reingegangen in den Bus und es war davor schon, ich war richtig nervös, ich war natürlich außer Atem, ich habe geschwitzt, ich habe einen richtig hohen Puls in mir gehabt. Das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, diesen Bus dann plötzlich so in echt zu haben. Ich wollte ihn einfach fühlen, ich wollte auch nicht zu lange Zeit verbringen, sondern einfach ganz kurz was mit aufnehmen, die Kameras wegstecken und dann eigentlich nur dort verweilen. Mal gar nichts machen, mal stehen bleiben und einfach nur hören und den Ort spüren. Und es war echt einer meiner intensivsten Momente, der intensivste Moment, den ich bis dahin gehabt habe. Es war Wahnsinn, sag ich mal, das so zu sehen und eben auch die Kratzspuren im Bus, die letzten Worte, diese Einschusslöcher teilweise auch auf den Sachen, wo er dann einfach nur drauf geschossen hat aus Langeweile oder aus Frustration, weil er nichts mehr jagen konnte oder nichts zum Essen gefunden hat. Und dann nach ein paar Minuten, also ich sag mal 30 Minuten ungefähr, bin ich dann eigentlich sofort wieder losmarschiert, bin wieder rüber Richtung Heimat gejoggt. Ist dann auch schon ein bisschen dunkler geworden. In Alaska ist es ja nicht überhaupt dunkel, es wird nicht ganz dunkel. Ich bin recht spät erst los, weil ich in der Früh noch ein bisschen Probleme gehabt habe, direkt zur Wanderungseinstieg zu kommen. Und dann eben kurz vor dem Fluss im Endeffekt, habe ich schon gesagt, irgendwie jetzt, okay, jetzt bin ich knapp 50 Kilometer unterwegs, mit dann meine Beine weh, ich kann nicht mehr, irgendwie kurz vor dem Fluss, also schon kurz nach dem Fluss, ich bin quasi alles wieder zurück, nach dem Bachbeet drüber auf die andere Seite und da habe ich dann eben gesagt, die breite Pause, ich kann nicht mehr, jetzt muss ich mein Zelt aufschlagen, ich muss da irgendwie pennen, ich kann nicht mehr, wenn es nur noch 15 Kilometer haben sind, ich schaffe das nicht mehr. Bin dann richtig langsam geworden, Zelt aufgebaut, habe dann eben das alles bärensicher gemacht, habe meine Essensvorräte nochmal auf den anderen Baum rübergehängt und bin dann eben ins Zelt, habe meine Füße angeschaut, die waren eben komplett durchnässt und komplett dreckig, die Knie waren so leicht, alles hat kratzt wegen den Moskitos und gleichzeitig auch wegen dem Schweiß und vom Hängenbleiben immer an den Dornen und an den Büschen. Habe dann eben umzogen, in den Schlafsack reingelegt, war völlig K.O. und bin dann sofort eingeschlafen. Das, was dann kam in der Nacht, das war für mich irgendwo einer der härtesten und intensivsten Momente, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Und wahrscheinlich so der zweitgrößte oder der zweit most emotional moment of my life. Also der ja. Ich habe so eine Art Traum gehabt, wo ich irgendwie so ein Gefühl gehabt habe, irgendwie es ist was an meinen Beinen. Ich bin dann einfach schlagartig wach geworden und habe dann eben nur so einen Effekt gesehen, dass das Zelt irgendwie verbogen war. Und habe dann so einen leichten Druck gespürt irgendwie. Habe dann meine Stirnlampe genommen, habe das Licht erstmal angemacht, habe aber gesehen, es ist alles ganz normal. Man muss davor noch sagen, ich habe mein Zelt direkt an so einem Strauch befestigt, weil es sehr windig war in der Nacht und habe dann eben eigentlich nichts gehört. Es war immer wieder so ein Geräusch, so Blättergeräusch, Windgeräusch und habe dann eben gemeint, das, was ich jetzt gerade gefühlt oder gespürt, gemeint habe, das war kein Wind. Ich habe schon so oft über 80 bis 100 Übernachtungen bis dato in dem Zelt gehabt. Das war kein Wind, das war was anderes. Und dann habe ich einfach nur 10 Minuten lang in die Dunkelheit gehört, habe einen Puls gehabt, ich habe fast nichts gehört, weil mein Herz so geschlagen hat. Und habe dann immer wieder gemeint, ich höre draußen Schritte, ich höre draußen was, draußen ist irgendwas. Ich habe dann so ein Grummeln gehört. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, fuck, da ist ein Bär außerhalb von meinem Zelt. Der Moment, ich weiß noch ganz genau, bis heute, als ob es gestern war, ich habe Gänsehaut bekommen über den ganzen Rücken. Mir war wie so ein Albtraum, wo man weglaufen möchte, aber nicht weglaufen kann. Nur im Hier und Jetzt. Und ich habe natürlich die Worte von dem Ranger gehabt,
im Ohr gehabt, wenn das wirklich ein Bär ist, dann hast du schlechte Chancen. Du musst das und das und das machen. Aber was genau war jetzt nochmal das und das und das? Wie Mensch verhalten, okay, wie cool ist mache, wenn ich da im Zelt bin? Irgendwie leichte Geräusche mache. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie losschreie oder losrede, was passiert? Dann durchgeatmet, bin wieder zu mir gekommen und habe dann eben meine Tasse genommen, habe mit der Tasse Geräusche gemacht, bin immer lauter geworden, habe langsam gezeigt, dass ich ein Mensch bin. Habe nicht genau gewusst, ob der Bär jetzt überhaupt was hört oder mich wahrnimmt oder nicht. Und habe dann nach einiger Zeit, gefühlt nach 30 Minuten eigentlich, mich dazu aufgerafft, okay, ich öffne mein Zelt und leuchte langsam so nach draußen und schaue einfach mal, ob ich was sehe. Habe dann meinen Reißverschluss immer weiter nach unten gezippt. Habe dann nach draußen erstmal rausgeschaut, habe nichts groß gesehen. Habe dann so einen Lichtkegel von ganz rechts nach ganz links langsam den Lichtkegel rausleuchten lassen Richtung Wald oder Richtung Büsche. Und habe dann eben, wo ich ein paar Minuten vorher noch dieses Geräusch vernommen habe, habe ich dann eben gemerkt oder gehört, nicht gehört, sondern gesehen, bin schon wieder ganz emotional, habe dann eben gesehen, dass da gerade ein Bär, ein Schwarzbär im Dickicht verschwindet. Also es war zu 100% eine Bärenbegegnung und einer der heftigsten Momente in meinem ganzen Leben. Und das auch noch genau an dieser Wanderung. Das ist immer so ein Thema, gell? Selbstständiger sieht man es natürlich immer wieder mal als Unternehmer. Resilienz. Wenn du meinst, es ist alles so perfekt, du verdienst gerade richtig Kohle, alles läuft genauso, wie du es vorstellst, alles ist positiv, alles ist gut, kommt meistens danach immer so ein großes Tief. Und in der Situation, gespiegelt auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich bin in dem Bus, mir geht es so unfassbar gut, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden, noch besser geht es gar nicht. Und nicht mal 5 Stunden später habe ich plötzlich, oder 10 Stunden später habe ich plötzlich so eine Begegnung, die so emotional ist und wo ich echt. Resilienz, unglaublich. An diesem Nacht- oder ja, frühmorgige Treffen mit dem Bären habe ich dann eben klein entschieden, okay, schlafen kann ich nicht mehr. Habe ich dann eben ja, meine Jacke drüber gezogen und bin dann eigentlich erstmal so ein bisschen in die Richtung getummelt, wo ich hin musste. 15 Kilometer scheint jetzt nicht oder hört sich jetzt nicht nach zu viel an, aber durch diese Art von Weg, wo du nicht immer weißt, bist du noch auf dem Weg, musst wieder schauen, musst wieder abgleichen, musst dich umblicken, ob das bekannt vorkommt und vor allem halt teilweise hast du dann plötzlich drei, vier Büsche oder so Dachsen vor dir. Da kommst du, Entschuldigung, da kommst du dann nicht mehr wirklich schnell weiter. Und da, ja, da hat dann 15 Kilometer dann doch irgendwie 4 Stunden ungefähr gebracht, 3 Stunden, 4 Stunden. Vor allem halt in dem Tempo, in dem ich daran unterwegs war, weil ich irgendwo so müde war und so durcheinander. Ihr hört schon raus. Also ganz früher war das eben so, zu dieser Zeit, wo ich das erste Mal diese Geschichten erzählt habe, ah Jack, du bist ja ganz schön naiv, dass du sowas machst. Und für mich hat das eigentlich nie was mit Naivität zu tun, sondern eigentlich nur mit Fokus. Also Fokus und Umsetzung. Natürlich kann bei sowas passieren, weil es halt nicht. Du machst jetzt nicht eine einfache Wanderung auf die Brecherspitze und dann geht es wieder runter und kehrst vielleicht nur im Restaurant ein. Da gilt es dann noch eine ganz tiefere Planung. Und das Ganze natürlich ganz alleine zu machen, ist, man könnte schon sagen, naiv. Aber gleichzeitig ja auch das, um was es geht, was ich da machen möchte. Und es hat für mich eigentlich nur immer mit dem richtigen Herangehen zu tun und ja, intensiver Planung. Das ist so das Wichtigste. Das sind so die Key Facts, sage ich jetzt mal. Und dann halt auch die Umsetzung, dass du es halt auch so machst, dass du es nicht sagst, ich habe jetzt das nicht geplant, jetzt baue ich das nur mit Ei, das geht noch schnell, sondern wirklich dann auch an den Plan hältst und den dann also umsetzt. Aber natürlich sind immer nur Restrisiken irgendwo mit dabei. Und nach der ganzen Alaska-Tour oder den ganzen Alaska-Abenteuern, das war ja nur ein einziges von ungefähr 50, wusste ich dann auf jeden Fall, Check bei zukünftigen Projekten nur noch planen, alles perfekt machen, ausarbeiten, ausarbeiten und feilen, dass du dann wirklich Fotoreisen, Fotoprojekte, Abenteuer, fotojournalistische Themen, andere Projekte allgemein gut geplant umsetzen kannst. Und so ging es dann eben quer durch Europa nach Ägypten zum Nil,
Habe dann in Spitzbergen, war ich dreimal auf Spitzbergen im großen Weißen auf Expeditionen, habe dann eben meine Projekte umgesetzt oder die Orte erkundet, die ich erkunden wollte. Und aller zuletzt dann eben auch in die Ukraine, was jetzt natürlich nicht als Abenteuer oder Reise gesehen werden sollte, sondern eben eher so als Storytelling slash Fotojournalismus, was nochmal ganz eigenes Thema ist. Und weil das Thema eben so ein großes ist und jetzt auch, wir haben jetzt gerade 1. Dezember von der Aufnahme hier, es ist der 1. Dezember, der erste Advent 2024, und weil jetzt eben diese Dezemberzeit kommt und ich genau vor einem Jahr das letzte Mal in der Ukraine war, zur Weihnachtszeit, möchte ich eben die nächste Folge auch dieser widmen, meiner Arbeit in der Ukraine, und bedanke mich fürs Zuhören, dass ihr jetzt schon bis hierher mit dabei wart. Ich möchte es auch gar nicht mal ganz lang machen. Das Outro. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich dann das nächste Mal wieder. Der Podcast wird auf jeden Fall monatlich erscheinen, manchmal auch zweimal oder dreimal im Monat, je nachdem, wie tief dieses Thema ist oder wie viel ihr da so zum Veröffentlichen habt. Dann können wir vielleicht auch verschiedene Kapitel machen. Ihr habt schon gemerkt, mit jetzt ungefähr 25 Minuten sind wir gar nicht so lange bei diesen Podcast-Folgen, sondern eher immer so auf 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten, also eher 30 Minuten fokussiert oder gesetzt. Länger sollten sie eigentlich auch nicht werden, zumindest bei dem Format Stories. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bis ganz bald. Euer Jack.